Frau Schlieff, wir sind auf dem 8. Symposium Lunge. Sie unterstützen diese Veranstaltung. Ja, erstmal, was halten Sie von diesem Symposium? Ich finde das Symposium großartig. Das, was Herr Lingemann und seine Frau hier auf die Beine stellen, ist fantastisch. Wir führen so tolle emotionale Gespräche mit Patienten, die hier einen richtigen Halt suchen. Pneuma X stellt kleine Implantate her, kleine Spiralen oder auch Coils genannt, für Patienten mit einem fortgeschrittenen Lungenemphysem. Lungenemphysem zeichnet sich ja dadurch aus, dass Gewebe erschlafft, die Gewebespannung nachlässt und wir in unserem Produkt, das über ein Bronchoskop eingeführt wird in dieses erkrankte Gewebe, wieder für Spannung sorgen soll. Ja, das heißt, ich kann Ihnen gerne mal eins zeigen, wenn man das hier mal sieht. So sieht das aus. Ja, und davon wären 10 bis 11, 12, je nach Anatomie, implantiert in das erkrankte Gewebe in gestrecktem Zustand, über das Bronchoskop eingeführt. Und wenn es freigesetzt wird, ja, kriegt es seine Originalform wieder. Das Gewebe wird oder die Atemwege werden aufgerollt, es wird wieder Spannung erzeugt und dadurch werden die Atemwege wieder geöffnet und die Luft, die sich angesammelt hat, die für die Überblähung sorgt in der Lunge, kann wieder heraustreten und der Patient kann wieder besser atmen. Ja, also das ist so die primäre Zielsetzung und damit haben davon schon sehr, sehr viele Patienten sehr profitiert. Kann das für jede Form der COPD eingesetzt werden? Oder? Nein, es ist ganz speziell für das fortgeschrittene Lungenemphysem gedacht. Ja.